Ist das Playback oder was? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht. Honecker, genau. Der alte Freund. Genau. Walter Ulbricht. Stimmt, das war Walter Ulbricht. Stimmt. Total verwechselt. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat das Recht, eine Mauer zu errichten. Und er ist so unschuldig, als er das sagt. Niemand? Wir? Das ist definitiv eine Mauer. Fake News, würde man heute vielleicht sagen. Wir wissen, dass es Unsinn war, aber es ist auch die Frage, was die Leute dann damals gedacht haben, ob sie das geglaubt haben oder nicht. Ich habe irgendwie mein ganzes Leben in Freiheit gelebt und ich kann mir überhaupt nicht so richtig vorstellen, wie krass das sein muss, von so einer Mauer eingesperrt zu sein. Oh. Verdammt. Eines der ersten Opfer der Mauer. Ja, und da haben wir die Realität des Mauerbaus dann. Diesen jungen Mann da zu sehen. Alter. Und der schrie richtig um Hilfe. Es war schrecklich, richtig schrecklich. Das ist jetzt Jahre später und die hat das immer noch nicht verarbeitet. Das muss unglaublich schrecklich sein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn man so etwas miterlebt. Schrecklich. Stefan, du läufst so zur Arbeit, ganz normal oder nach Hause oder sonst was. Und dann siehst du halt so Menschen an der Mauer sterben. Mann, Alter, das ist so unmenschlich, was meiner Meinung nach, was damals passiert ist. So. Weißt du, die Leute wollen nur in West rüber, werden erschossen. Demokratie, jetzt oder nie. Die kenne ich auch nicht, aber 89, da ist die Mauer gefallen, das weiß ich. Und es muss sich vor allem auch lange im Vorhinein schon aufgebaut haben, dass diese Wut irgendwie gewachsen ist mit der Zeit. Dass das so friedlich aus der Bevölkerung herauskam. So eine große Demonstration ohne Social Media, Hut ab. Guck mal, das ist doch im Alex gerade. Wir sind das Volk, haben sie geschrien. Und ich finde auch ein bisschen schade, dass das in der heutigen Zeit so missbraucht wird. Bitte? Ab sofort. Ab. Die Pressekonferenz, mit der quasi der Mauerfall eingeläutet wurde. Ich glaube nicht mal absichtlich. Ich weiß leider nicht genau, wie dieser Mann heißt. Das ist der Schabowski. Ah, der kennt mich aus. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Ich weiß nur, dass er, ich glaube, fälschlicherweise verlesen hat, dass es jetzt direkt in Kraft tritt, dieser Beschluss, dass die Mauer geöffnet werden soll. Ich liebe das, wie dieser Mann so absolut verwirrt ist und überfordert mit dieser Frage und seine Blätter durchblättert. Also nach mir, es geht das sofort. Der größte Politiker-Fail ever. Auf gut Deutsch gesagt hat er es verkackt, ja. Aber für die Bevölkerung war es natürlich super. Meine Mutter und mein Vater sind da drüben. Kann ich jetzt rüber hier und meine Eltern besuchen gehen, ja? Ja. Menschen aus dem Westen und Osten treffen wieder aufeinander, können das frei machen. Das muss Wahnsinn gewesen sein. Also wahrscheinlich eine der größten Partys der Welt. Nach dem Mauerfall ist mein Vater aus Wiesbaden nach Berlin gefahren und hat sich ein Stück von der Mauer geklärt, so als andenkenmäßig. Ich begreife das ja nicht. Ich habe gesehen, wie die Mauer gebaut wurde und wie sie jetzt wieder fällt. Was soll das alles? Ich stehe hier völlig fassungslos. Ich war eben drüben und sagte ihnen, die können von drüben alle ran an eine Mauer. Ich sag, was ist los? Da musst du hoch. Ich wäre super gerne auf so einer geilen Party dabei gewesen und sich auf diese Mauer auf einmal zu setzen. Es muss ein unglaubliches Gefühl der Freiheit gewesen sein. Es ist ja auch nicht einfach, da ist jetzt so ein Stück Beton weg und wir können jetzt darüber, sondern auch, dass sich so viel auch im Leben einfach verändert hat. Ist das ein Lader? Nee, ne? Ein Trabi! Ja, ein Trabi, nee, stimmt. Aber wo ist jetzt Hasselhoff? Ja, hab ich auch mal gefragt. Eigentlich warte ich noch auf Hasselhoff. Wo ist denn der? Den kennt man ja. Ich hab so noch nie so Bilder so davon gesehen. Das ist eine coole Sache. Ist das Playback oder was? Jetzt im Nachhinein ist das natürlich ein sehr lustiger und schöner Moment. Ich meine, es hätte ja auch komplett anders ausgehen können. Hätte auch sein können, dass hunderte, tausende Menschen sozusagen erschossen werden, weil sie versuchen rüberzukommen. Meine Familie kommt ja zum größten Teil eher aus der DDR. Ich finde es interessant, wie so auch der Vergleich der Wahrnehmung ist für Westdeutsche einfach total anders als für Ostdeutsche, glaube ich. Ich bin Anfang dieses Jahrtausends geboren worden in Westdeutschland. Ja, also mich überrascht das jetzt auch nicht so besonders, dass man im Westen da relativ ignorant gegenüber diesem Thema ist. Wir haben nicht mal intensiv in der Schule darüber gesprochen. Also ich hatte es mal in der Grundschule, ich hatte es dann nochmal auf meinem Gymnasium, dann nochmal irgendwann in der 11., 12. Mauer ist ja ein Riesenthema. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall dankbar sein, dass die Menschen damals diese Revolution gestartet haben. Und dieses Wir und die denken muss halt ein bisschen aufhören. Ja. Also, ja. Dass man eher wieder ein bisschen gemeinschaftlich. Gemeinschaftlich sagt, wir sind ein Deutschland und es gibt nicht Osten und Westen. Gib einen Daumen nach oben, wenn du auch feierst, dass wir seit 30 Jahren ein Deutschland sind. Hier oben ist außerdem noch ein anderes Video von Deutschland 3000. Hier findest du noch eins aus dem Funknetzwerk und am besten lässt du direkt ein Abo da.